Hallo Leute und herzlich willkommen bei Crash Throw. Ich entschuldige mich erstmal, dass es jetzt eine Pause gab. Aber ja, neue Kamera ist da und jetzt geht's wieder los. Ein bisschen weniger Stress und wir fangen unseren alten SDS-Videos jetzt mit guter Qualität wieder mal aufzuarbeiten. Und zwar, wie zeichnet man ein Auto? Das wollen sehr viele sehen, gucken auch mal sehr viele gerne. Und dieses Mal machen wir das so einzeln, in dem Sinne, ein Supersportler, ein Oldtimer, ein Klassiker, moderne Fahrzeuge, Familienvan, Hatchback, sonst was, ein Bus, ein LKW. Und anhand von den unterschiedlichsten Formen, ne, Größen, Proportionen, werden wir ein paar Sachen vielleicht neu dazulernen oder manchen wird es auch mal behilflich sein. Also ich mache das jetzt ein bisschen anders. Die Grundlagen, die könnt ihr ja auf unserem Kanal natürlich raussuchen. Es gibt schon mehrere Videos zu den Perspektiven, Fluchtperspektive, was wir auch momentan hier machen. Die Horizontlinie haben wir ja da. Und die beiden Punkte, also die Fluchtpunkte, liegen außerhalb des Blattes. Ja, das ist jetzt die Stelle, die zu uns am nächsten ist. Also die Kante vom Fahrzeug, die ganz nah an uns ist oder halt an das Subjektiv von unserer Kamera. Ja, und jetzt machen wir so Pi mal Daumen die Proportionen andeuten. Ich mache jetzt mal die Mitte vom Fahrzeug und wir fangen mit, denke ich mal, mit Supersportler an. Ja, und die Sportautos sind ja meistens flach und breit. Also das beachten wir mal. Und ja, die Länge von Radstand. Ja, immer halt beachten, dass die Sachen, die nach hinten weg sind, also heißt von uns flüchten, kleiner und schmaler sind, sprich Rad, also Hinterrad und die Vorderachse, die Räder werden zu uns größer und auch mal runder aussehen und nach hinten werden die natürlich ein bisschen schmaler und kleiner in der Höhe oder niedriger. Und natürlich beachten, dass die Räder halt nicht nach einem Ei aussehen, wer das zeichnet. Dazu gibt es auch mal mehrere Videos von uns. Zum Beispiel, wie zeichnet man eine Felge zweiteilig. Das könnt ihr auf unserem Kanal auch mal raussuchen. Wie man das Ganze richtig aufbaut. Hier habe ich halt nur in eine Linie das durchgezogen und erstmal reicht das ja. Wir wollen nur erstmal andeuten, wo die Räder sind. So, die ganzen Details, die ich jetzt reinbringe, ist euch freigestellt. Ihr müsst jetzt nicht das Fahrzeug hier kopieren, aber ja, natürlich aufpassen auf eine Sache, die ich jetzt empfehlen werde. Ich habe auch in dieser Zeit mehrere Videos gesehen von unterschiedlichen Leuten hier auf YouTube auch und auch mal live zugeschaut. Von Schülern bis Studenten und bis richtige Profis. Und sehr viele machen das folgendermaßen. Was ich eigentlich nur abraten kann, oder wo ich nur abraten kann, die Linienführung bei sehr vielen von denen ist kurz, unterbricht sich ständig, ne? Und so werden die Linien aufgebaut. Sprich, meine Empfehlung, setzt einfach den Stift oder Kugelschreiber an und zieht eine gerade Linie durch. Und das wirkt auch mal ganz anders, vor allem im Produktdesign und bei so technischen Sachen. Das hat auch mal ganz andere Wirkung auf den Betrachter, wenn da so saubere, durchgezogene Linien sind. Die können auch mal natürlich überlappen oder außerhalb der Zeichnung sein. Das ist jetzt auch absolut nicht schlimm. Es wird euch keiner dafür umbringen. Ihr macht ja nicht irgendwie so eine hundertprozentige fotorealistische Illustration, sondern erstmal eine Vorskizze, ein Sketch. Und da empfiehlt sich immer, ja, die Professionalität zu zeigen und wirklich ja, euch das anzueignen. Und das ist natürlich nicht so ganz leicht, kann ich auch mal ehrlich sagen, wenn ihr das nicht hinkriegt, eine gerade Linie zu ziehen, dann setzt euch einfach hin, nehmt Bleistift, Kugelschreiber, sonst was und am besten auch mal auf A3, nicht auf A4, ist viel zu kurz, ne? Macht euch eine gerade Linie ziehen und versucht immer parallel zu der ersten Linie, ne, auch mal ansetzen, durchziehen und untereinander so richtige Reihen von geraden Linien zu machen. Nur so
Natürlich müsst ihr jetzt mal 5, 10, 15, 20 Blättern damit so gesehen versauen, bis ihr das hinkriegt. Also bei manchen geht es schneller, bei manchen langsamer. Aber das bringt enorm viel bei der Technik, weil die Darstellungstechnik, das sind so Feinheiten, die enorm viel ausmachen. So, jetzt gehen wir mal zu den ganzen Details am Fahrzeug, was wir uns hier zeichnen. Wie gesagt, die Scheibe habe ich jetzt nicht wirklich irgendwie aufgebaut. Die Fläche, ja, die sehe ich so gesehen vor mir, ne? Wir machen jetzt keinen Grundkörper und daraus eine gebogene Fläche bauen. Also, aber ich habe oder ich beachte wiederum unsere Fluchtperspektive. Sprich, wo die Scheibe endet, wohin die Kante ausläuft. Also wieder mal Nähe zu uns, eine Seite von der Scheibe, die andere flüchtet irgendwo zum Horizont. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe hier meine Ellipsenschablone. Ihr könnt natürlich sowas auch benutzen beim Zeichnen. Das verbietet auch keiner. Natürlich, ja, Kunstschule, da sieht man das ungern. Aber wir machen da jetzt bei uns eher, ja, sagen wir so, Industrieproduktdesign, Car Sketching. Und das ist hier nicht nur, ja, verboten, sondern, oder nicht mal verboten, sondern irgendwo auch meistens erwünscht. Wiederum dürft ihr jetzt nicht nur auf Lineal und Schablonen zugreifen. Ihr müsst das meiste auch Freihand darstellen können. Und was ich schon mal davor gesagt habe, immer trainieren, bis das irgendwann mal automatisch kommt. So, im Grundaufbau haben wir ja da, ne, das Auto wirkt ja schon recht aggressiv, flach, auch mal recht langer Radstand. Wollte ich auch mal reichen. Sagen wir jetzt mal, das wird bei uns ja ein Audi, ein R18, R10, sonst was, ne, von 2020. Mittelmotor, sprich die Hinterachse ist ganz hinten. Ne. Also ist jetzt nur so meine verrückte Ideen. Und jetzt arbeiten wir uns ja so ins Detail, indem wir die ganzen Linien betonen. Also machen wir jetzt mal die hintere Felge doch ein bisschen ja, technischer darstellen. Also sprich, wir haben unser Quader, der ist ja aufgeteilt auf vier Flächen. Also Mittelachse und dann einfach vier Linien zu den Flüchtpunkten, nach oben, nach unten. Und da seht ihr schon, ne, genau so entsteht die Ellipse. Wir müssen danach nur die vier am Rande entstandenen Punkte miteinander verbinden, unter Beachtung, ne? Nicht zu eiern, also sprich, die müssen alle in der Perspektive richtig liegen, also in der Fläche. Und da haben wir schon mal unsere Ellipse. So, und jetzt wieder mal zu den Linien und zu der Linienführung. Betont das, was ja eurer Meinung nicht nur wichtig ist, sondern zum Beispiel, da sind Verbindungen an der Karosserie, die jetzt nicht ganz nah aneinander sitzen, also sprich zum Beispiel Kotflügeltür, da können auch ruhig ja bisschen dickere Linien hin schon mal Schatten andeuten, damit man zeigt auch mal, dass da in der Tür jetzt zum Beispiel eine Aussparung ist nachhin mit einer Scheibe. Und was ich auch mal vergessen habe zu sagen, für so eine Skizze, also Grundaufbau immer berechnen, also da müsst ihr circa hinkommen, 5 bis 7 Minuten, ne, maximal. Und für das ganze Endergebnis zeige ich mal ein bisschen später, auch mal mit einem Zeitraffer, damit wir das schneller durchkriegen. Also 15 Minuten, nehmt euch immer als Zeitmaß 10, 15 Minuten. Da müsst ihr mit der Skizze fertig sein. Aber dafür, wie gesagt, umsetzen, trainieren. Ja, dann viel Spaß damit. Oh.